Hey meine Süßen, ich habe was ganz super Tolles für euch. Und zwar habe ich einen super coolen Shop gefunden. Alleine der Name ist ja schon heftig, da musste ich einfach hin. Und zwar war ich einfach auf der Suche nach Rosa, Pink, nach schönen Wohnsachen, da ich ja meine Themen jetzt weiter auch ums Wohnen und Einrichten, Dekorieren erweitern möchte. Und da habe ich einen ganz, 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 ganz süßen Shop gefunden. Ist natürlich im Sortiment noch nicht alles da, hat mir die liebe Dame gesagt. Aber mehr und mehr wird aus dem Laden dann halt auch die Sachen online gestellt. Und da habe ich hier, wenn ihr guckt, ein richtig tolles Paket bekommen. Und muss ganz ehrlich sagen, das ist alles so liebevoll und toll verpackt und auch schon aufs Detail geachtet, worauf ich super viel Wert lege und was ich auch immer richtig schön finde. Ich meine, wer packt nicht gerne aus? Und wenn es noch richtig schön eingepackt ist, schaut mal da. Ich habe jetzt nur gerade so eine Folie oben abgelegt. Da ist richtig viel tolles Zeug drin. Hier war noch so ein, dass man beim Aufschneiden nichts kaputt macht, drin. Und zwar sind hier ganz viele liebe, tolle Sachen drin. Jetzt muss ich mal gucken. Hier zum Beispiel so ein ganz liebes Holzschildchen mit so einer süßen Ziege drauf. Finde ich ganz toll. Überall auch das Logo, Casa Rosa heißen die, was ich ja auch super toll finde. Schaut mal hier, ist auch so ein Kärtchen dabei. Richtig cool gemacht mit tollen Motiven drauf. Wow, dann habe ich hier noch ein bisschen schöne Musik, was ich ja auch ganz, ganz herrlich finde. Kannst ja alles, bist ja total überrascht, da kannst du dich ja komplett wohlfühlen. Gibt es dann so einen Flyer dazu, welche Musikrichtungen es da alles gibt zum Entspannen und Wohlfühlen? Da haben wir hier Akustik France, Italian Café, Latin Lounge, was ich am Motiv auch super, super schön finde. Gibt es viele tolle verschiedene Sachen, die stehen dann auch da drin. Und wenn ihr mal schaut, was es da alles gibt, da ist für jeden anders was dabei. Das finde ich ja mal richtig geil. Dann habe ich ein Kalenderchen schön, was man auch als Lesezeichen nehmen kann, weil die haben auch super geile Yankee Candle Düfte. Die haben Beauty da drin, Einrichtungsgegenstände und da kannst du dich wirklich von Grund auf Frau sein und dir alles mitnehmen, was du so brauchst zu einem richtig perfekten Tag. Hier habe ich noch ein Pröbchen Handcreme. Reis und Lotus von der Rice Collection. Bin ich auch mal ganz gespannt. Hier guckt mir ein Pilzchen entgegen. Ist der nicht lieb? Ja, hier ist dann dieses wunderschöne gepunktete Papier. Und wenn man dann mal reinguckt, alles super toll verpackt. Und das packen wir jetzt mal zusammen aus. Und zwar haben wir da hier, schaut mal, so ganz süße Tüchelchen mit so einem knuffigen Rehkitz drauf. Ich stehe ja total auf diese Motivtücher. Da kannst du mich ja mit absolut locken. Und ich stelle das mal ab und muss halt immer mal ein bisschen runtergreifen. Dann haben wir hier von Bomb Cosmetics was. In so einer tollen Schachtel. Ist auch ganz ehrlich das erste Mal, dass ich Produkte von Bomb Cosmetics habe. Ich war ja immer mal ganz gespannt darauf. Und es gibt jetzt auch nicht gerade viele Shops, die sowas anbieten. Also finde ich toll, dass da wirklich einfach alles ist, was das Herz begehrt. Du kannst baden, du kannst Duftkerzen kaufen, du kannst Einrichtungsgegenstände kaufen. Ui. Und zwar, ich muss mal gerade gucken, was das hier Schönes ist. Ich verlinke euch unten in der Infobox mal alle Artikel, die ich jetzt vorstelle, genauer, weil da muss ich nicht immer in der Rechnung schauen. Und zwar sind hier, wow, geil. Ich packe die euch mal aus. Erstmal sind die hier so ganz weich gebettet, dass auch nichts kaputt geht. Und dann haben wir hier so Badepralinen. Kennt jemand außerdem von euch Bomb Cosmetics? Ich bin ja jetzt nicht so. Ich habe das schon ein paar Mal gelesen auf so Online-Seiten, ich glaube aus England. Schau mal hier, da sind so Blüten drauf. Und boah, das riecht ja hammergeil. Oh, ich lege das mal auf Seite. Dann ist hier noch so ein Kügelchen. Könnte vielleicht.
was Lavendeliges sein? Ja, ich glaube ja. Hula. Was ich hierzu noch sagen wollte, ich stehe ja total drauf, wenn so Blüten drauf sind. Ich weiß, manche von euch mögen es nicht so gerne. Aber wenn ich so in der Badewanne bin und die Blüten da drin so rumschwimmen, da fühlt man sich doch fast so ein bisschen wie Kleopatra früher im Rosenbad. Finde ich super cool. Dann ist hier noch so ein rosanes Pralinchen mit so einem Schmetterling drauf. Hm. Das riecht ganz zart und cremig. Hm. Dann ist hier noch so ein schönes mit so einer gelben Blume drauf. Und ich sehe schon hier, da sind noch so Blüten drin. Hm. Das riecht auch super toll. Also mal ganz ehrlich, ich habe schon öfter Badekugeln und Badebomben und handgemacht und Lush und Hey Mountain und alles ausprobiert. Aber ganz ehrlich, hier finde ich bis jetzt riechen am allerbesten. Ich spüre die mal ganz schnell rein. Hier steht noch dabei, unsere luxuriösen Badepralinen enthalten feuchtigkeitsspendende Pflanzenbutter und ätherische Öle, die ihrem Körper nachhaltig pflegen. Legen Sie die Badepraline in warmes Wasser, schmelzen die Duft natürliche Blütenbestandteile. Nicht zum Verzehr geeignet. Geil. Riechen wirklich toll und vor allen Dingen, die sind so schön verpackt. Kann man auch super verschenken. Finde ich richtig, richtig geil. Cosmetics. Wellness. Ah, hier ist wieder so ein, was ganz Tolles. Die machen da noch immer ihre Anhängerchen drauf. Schau mal. Finde ich richtig, richtig schön. Alles total detailgetreu. Und sowas finde ich klasse. Und dieses gepunktete Papier, schaut mal. Da bin ich ja direkt Feuer und Flamme. Jetzt mal gucken. Das wird dann wahrscheinlich alles ein bisschen durcheinander jetzt sein, weil ich halt leider vorher, was heißt leider, ich wollte es halt mit euch zusammen auspacken, deswegen lassen wir uns da mal überraschen. Ich muss mal gerade gucken, ob da jetzt noch irgendwie dann haben wir hier so ein für Votivkerzen, so ein Ständerchen, richtig schön und guck mal, so rosa und glitzert. Für uns Prinzessinnen. Wunderschön. Dann, also wie gesagt, Preise verlinke ich euch mal unten rein und natürlich auch die Adresse zu dem Shop. Oh, ich finde das ja herrlich. Das macht Spaß, das auszupacken. Hier sind dann, wow, guck mal hier. Ist das nicht schön? Richtig schöne herbstliche Servietten. Ich muss mal gucken, dass ich da mal ein schönes Bild arrangiere, wie ich das mal alles schön zurecht mache. Dann haben wir hier oh. Ist das nicht lieb? Schau mal. Ist so, ist auch wieder das Logo drauf, ist so ein kleines, och, ha? Guck mal, mit einem Engelchen drin versteckt. Kannst dann oben noch so ein Kerzchen drauf machen. Ist doch richtig zuckersüß, oder? Engelchen, ha? Hm. Da kann man sich tot kaufen. Ach, ich weiß nicht mehr, wo ich jetzt alles hinlegen soll. Oh mein Gott. Guckt mal. Zur Dekoration hier. Ich halte es noch ein bisschen weiter weg. So einen süßen Wollsocken mit kleinen süßen Holzherzchen drauf. Ist das nicht lieb? Guck mal, ist das nicht goldig? Hat man dann hier oben so eine Schlaufe, wo man das dann schön aufhängen kann. Passt ja total toll zu diesem Shabby-Chic-Romantik-Style im Moment. Finde ich ganz super. Die haben auch wirklich so viele wunderschöne Wohnaccessoires in die Richtung. Also ehrlich, wenn ihr da guckt und ein wenig kauft, dann seid ihr stark. Also die haben so tolle Sachen da.
Dann habe ich hier, guck mal hier, ganz toll. Jetzt pass mal auf, ich mache das mal auf. Und da ist ein kleines Engelchen drin. Ist der nicht zuckersüß mit so kleinen süßen Holzflügelchen? Engel Luisa im Landhausstil. Ist die nicht niedlich? Dann haben wir noch in so einem schönen gestreiften Beutelchen. Versteckt sich eine kleine Quietscheente. Die wird dann gleich mal Platz nehmen an der Badewanne. Ganz, ganz süß. Und dann haben wir noch mal so eins hier. Da ist irgendwie was Schweres drin. Ah, jetzt. Ich dachte, das geht nicht auf. Oh, ich habe schon gemerkt, das riecht richtig gut. Schau mal. Von Lana Oriental Spa Green Tea Rice Soap. Jetzt auch mal. Grüner Teeseifen. Wer den Duft kennt, liebt den. Herrlich. Mit einer der besten, den ich je gerochen habe. Dann geht's weiter. Mit Yankee Candle Samplern. Und zwar haben wir da einmal den Island Spa. Den könnte ich mir mit ins Bad stellen. Island Spa. Dann Christmas Rose. Richtig schöner, frischer, blumiger Duft. Dann haben wir einmal Sun and Sands. Auch ein sehr, sehr frischer Duft. Finde ich, passt eigentlich immer. Dann einmal Lemon Lavender. Oh, der ist göttlich. Ich bin ja absolut kein Lavendel-Fan, aber in der Mischung mit Zitrone, Bombe. Und noch einmal den Mandarinen Cranberry. Das ist ein richtig schöner, ich finde, der passt herrlich zum Herbst. Ein richtig schöner, fruchtiger Duft. Dann, was könnte das denn Schönes sein? Ich bin so begeistert von diesem Pünktchenpapier. Ich muss vorsichtig aufpacken, das hebe ich auf. Finde ich richtig klasse. Hammer, oder? Total angesagt vom Design her, alles super. Das darf ich euch ja gar nicht zeigen. Ich sterbe ja gleich, wenn ich das sehe. Guck mal hier, das Yankee Candle. My Favorite Things Collection. Ist die nicht der Wahnsinn? Wollen wir mal reingucken? Zusammen. Oh mein Gott. Da ist dann einmal drin. Oh, die sind sehr gut fixiert. Warm Woolen Mittens. Guck mal, wie schön das aussieht. Ey, die kannst du auch so toll hinstellen. Hier oben mit dem Yankee Candle. Guck mal hier, da ist sogar noch so ein Gummimonopel drin. Super toll. Und die Katze wühlt hier rum. Super toll zum Auf- und Zumachen. Boah. Warme Wollhandschuhe heißen Warm Woolen Mittens. Wollhandschuhe, warme Wollhandschuhe. Boah, das riecht so toll, so ein bisschen parfümig, leicht und frisch. Oh Gott. Hammer. Dann ist in dem Set noch enthalten. Boah, ey, die sind
sehr, sehr gut fixiert in dem Set. Bright Copper Kettles. Sieht so aus. Mmh. Oh, das riecht wie ein bisschen wie frisch gebackene Zimtschnecken. Boah. Wow. Mmh. Kann ich nur ans Herz legen. Die Katze rennt hier mit dem Füllmaterial rum. Oh Gott. Mmh. Da weiß man gar nicht, was man zuerst anmacht. Jetzt schlage ich hier aber halt die Packung. Und hier Crisp Apple Strudel. Oh mein Gott, ich will gar nicht dran riechen. Da kriege ich wieder Hunger. Wahnsinn. Oh. Baby. Hast du schon mal einen Apfelstrudel in einem Café gegessen, wo über dem warmen Apfelstrudel die Vanille rüber schmilzt, das Eis? Daran erinnert mich das. Oh mein Gott. Ich werde verrückt. Hammer. Und wenn du dir das vorstellst, Badebombe in die Wanne, Quietscheentchen auf dem Wasser, beim Baden einen schönen frischen Duft rein, CD reingelegt und dann muckelst du dich in dein warmes, wohliges Kuscheloutfit und dann das an und schön auf dem Sofa, wenn der Regen gegen die Scheiben prasselt. Hammer! Wow! Die riechen wunderbar! Oh Gott! Ich wühle mich hier zu Tode. Hier kommt noch was. Das ist ja noch nicht vorbei. Euch mal das an. Das ist eine Wetterstation aus Metall. Schnur vertikal, ruhiges Wetter. Schnur flattert, windiges Wetter. Schnur waagerecht, Sturm. Schnur trocken, trockenes Wetter. Schnur nass, Regen. Schnur weiß, Schneefall. Schnursteif, Frost, Schnursteif, Frost, saugeil, Schnur unsichtbar, Nebel, Schnur weg, Orkan, ist das nicht mal saugeil? Kriege ich mich nicht ein darüber. Der Hammer. Und dann, hier außerdem nochmal das schöne Logo. Wisst ihr ja, was ich für ein Postkartensammler bin? Und jetzt habe ich da das absolute Kultprodukt entdeckt. Finde ich richtig cool. Habe ich noch nirgendwo gesehen. Bin ich total begeistert von. Guckt mal hier, das ist so ein Shabby-Style Postkarten Organizer, sage ich jetzt mal so. Da kannst du dann schön hier, wenn du mal guckst, in die Kerzchen deine Postkarten stecken. In die Herzchen, meine ich. Ich habe jetzt hier mal gerade keine liegen, ich Nase. Ne? Ich will mal so eine mit. Dann kannst du die dann ganz herrlich da reinstecken, so gesehen, und kannst sie dann so schön verschieden anordnen und kannst die dann hinhängen. Wunderschön. Na, Metall in diesem Romantik-Shabby-Chic-Style. Ist das nicht mal eine super coole Idee? Hänge ich dann eure schönen Postkarten dahin. Und hängen das auf. Sind das nicht super wunderschöne Sachen? Ich dachte mir zum Auftakt in die romantische Wohnwelt. Ich muss nochmal hier an dem Strumpf rummachen. Der ist auch super geil, oder? Wollte ich euch die ganzen tollen Sachen mal vorstellen. Da gibt es wirklich alles, was das Herz begehrt. Und das ist dieser Shop, nach dem ich schon so lange gesucht habe. Und den ich euch auch nicht vorenthalten wollte, weil... Wo hast du das? Da musst du Kerzen kaufen, da musst du Badesachen kaufen, da Dekosachen und da hast du wirklich alles auf einmal. Besser geht's nicht, oder? Jetzt mal ganz im Ernst, Mädels. Ich verlinke euch die Sachen mal unten in die Infobox und ich schreibe noch einen super tollen
Blogpost mit den ganzen Bildern dazu und Preise dazu und nochmal die Internetadresse dazu, dass ihr da nochmal ganz genau nachgucken könnt, was ich da alles Tolles ergattert habe. Ich zeig's euch nochmal. Casa Rosa, finde ich super toll gemacht. Bin verliebt. Ich spüle jetzt noch ein bisschen in meinem Paket mit diesen super hammergeilen Verpackungen und diesem Pünktchenpapier und schwelge noch ein bisschen in meinen tollen Sachen. Ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie mir. Und ich werde euch in Zukunft auch noch mehr schöne Sachen aus dem tollen Shop vorstellen. Bis bald, meine Süßen. Ciao.